Gut, dann gehen wir mal den Nawal suchen, würde ich sagen. Oder wie das Ding heißt, Nawal. Ja, Nawal heißt der, glaube ich. Dann wir hier rein. Bestimmt ein dicker Jaguar oder so. Nach einer. Oha, was eine Höhle. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Sieht aus wie eine Arena hier. Also will er gleich mit mir drum kämpfen? Mann, hier ist eine Stille. Schauen wir mal. Was ist denn das Ding? Was ist denn das für ein Ding? Drecksack, mach dich fertig. Hast du immer noch Streit? Oh, armes Tierchen. Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. So ein Ding kann ich nicht ausnehmen. Warum kann ich... Oh Mann, oh. Ach, muss ich springen, okay. Von dem Feldvorsprung. Ja, mit der neuen Fähigkeit war das echt nicht so schwer. Schön drei Pfeile in Windeseile durchgehauen.
Jetzt gehe ich aber noch mal auf den Markt. Ich will mal gucken, ob die was Neues haben für mich. Vielleicht gibt es ja mal ein bisschen was. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Da war der Markt. Oder? Nee, bin ich jetzt da. Jetzt habe ich verlaufen. Jetzt muss ich mal... Ach doch. Vor mir. Ah, alles klar. Verstanden. Wie läuft's denn so? Siehst du etwas, das dir gefällt? Schade, haben nichts mehr für mich. Aber ich kann mal alles verscherbeln. Bitte sehr. Die Götter sind für uns. Bitte sehr. Sehr gut. Die Götter sind für uns. Bitte sehr. Ah, 26 kann ich davon. Sehr gut. 20 davon. Die Götter sind für uns. Ah, ja, den Rest, den behalte. Ah, davon kann ich mal 20 noch abgeben. Bitte sehr. Gut, 12.000. Die haben ja eh nichts Neues für mich. Der vielleicht? Hallo. Hat der vielleicht Schau, was Neues? Ich für dich hab. Naja, nee, eigentlich nicht. Mögen die Götter dich anlächeln. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie
damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Ätzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi, ich präsentiere euch voller Stolz Ätzli, Sohn von Onuratu, Sohn von Sairi und euer König. Yay! So, jetzt gehe ich nochmal nach wie erwachsen und versuche nochmal den zu retten da. Ah, da muss ich dahin. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Unglaublich, was da passiert. So eine Schande. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Boah, Fett ist schon wieder voll. Wie? Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich, aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Musik auch noch? Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon, sorgen wir dafür, dass alle... Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Onuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Du bist die Sheik. Schnell, ich öffne die Tür. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Onuratu sprach. Schnell, ich öffne die Tür. Los, zusammen! Der Weg ist frei. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die Kurator in der Hier durch. Dann gehen wir mal durch dieses Löchlein. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Der Ausgang ist blockiert. Gemeinsam können wir den Stein verschieben.
Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Ihr. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Neue Ausrüstung. Gewährt mehr Ressourcen von Tieren. Sehr schön. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Gut, das habe ich geschafft. Dann kann ich jetzt runter zu Ätzli. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er hat beide Eltern verloren. Ich frage mich, wie es ihm wirklich geht. Tja, er kann nicht so vorgehen wie ich. Das steht fest. Gut, dann gehen wir jetzt mal mit Ätzli schnacken. Oh, das ist jetzt gleich das Ende der Story, wie es aussieht. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen, aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Mensch, was hat denn das Spiel heute für Fehler? Das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Okay.
sieht nach Lava aus. Ich hätte vielleicht mal eben Luft holen sollen. Ach, da kann ich nochmal Luft holen. Das ist gut. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay, aber beeil dich. Ja! Commander, hier ist Cardinal 2. Brücke ist ausgeschaltet. Ja! Gut, Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, Sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Kurs auf 105. Mehr Helikopter. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Was feinden die schon gegeneinander? Verdammt, ich weiß nicht so genau, wo ich hin muss. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Richte Todeszonen ein und halte den Feind vom Tempel fern! Dass die Helis hier so easy in der Höhle rumfliegen können. Ah, ich muss mich abseilen. Okay, darüber muss ich. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Die Quelle des Rücks. Da komme ich hin. Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Schwachfälle. X-Chair.
Boah, sind das viele, alter Vater. Wenn ihr jetzt gegen die müsste, wäre ich ja richtig am Arsch, ey. Nicht, dass sie mich gleich opfern wollen oder so. Mal auf den Heli drauf, ey. Alter Vater. Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Angriff!
des Rituals werdet ihr alle gerettet. Alles gut. Du hältst uns nicht auf, Ron. Wir sind alle hier. Was? Was? Verdammt, was war das denn? Du hältst uns nicht auf, Croft!